diesem Video werde ich versuchen, 800 Tage Minecraft Hardcore One Block zu überleben. Bis jetzt habe ich ja schon einige coole Dinge gemacht. Aber was in dieser Folge passiert ist, übertrifft einfach alles, was bisher geschehen ist. Deswegen würde ich sagen, lass die 800 Tage beginnen. Freunde der Sonne, es war der 701. Tag und nach langer Zeit habe ich mein Aquarium wieder mit einigen Fischen aufgefüllt, womit jetzt schon 33 von 100 Fischen am Start sind. Anschließend schaute ich mich etwas in meiner Welt um und kam drauf, dass ich seit über 700 Tagen noch kein eigenes Haus für mich gebaut hatte. Das hat mich echt ein wenig geflasht und so wollte und musste ich das eigentlich endlich ändern. Eine 0815 Hütte wollte ich nicht bauen, wenn schon etwas richtig Geniales, und so fing ich an, eine Menge Holz zu farmen. Dann bereitete ich mal grob die ganzen Holzbaumaterialien vor, wovon ich dann aber bei weitem nicht genug Holz gefarmt hatte. Also musste ich eine zweite Baumsession auch noch angehen. Diese dauerte bis zum 704. Tag und anschließend stand ich dann noch ein bisschen bei der Cobblestone Farm. Den Stein wollte ich dann zu Smoothstone machen, aber wieder einmal war fast absolut keine Kohle mehr vorhanden. Also machte ich einen Sprung zu der Wither Skeleton Farm und holte mir dort 10 Minuten neuen Brennstoff. Ich musste noch einige Blöcke für den Bau vorbereiten, aber da ich keine Schalkerboxen mehr hatte, flitzte ich auch noch kurz ins End und lootete eine ganze End-City durch, wo ich abgesehen von Schalker-Shells auch ein paar Diamant-Tools bekam. Ich farmte noch ein wenig Stein und als letztes brauchte ich noch ordentlich viel Blackstone, wofür ich in den Nether ging und eine halbe Stunde lang farmte. Am Ende hatte ich dann das alles für den Bau meines Zuhauses vorbereitet, wo ihr euch jetzt schon denken könnt, dass meine eigene Hütte wirklich groß werden wird. Am 709. Tag suchte ich mir einen geeigneten Platz aus und fing dann gleich an, das Plateau zu bauen. Am nächsten Tag wurde ich damit fertig und jetzt konnte endlich der Bau meines ersten Zuhauses beginnen. Am 728. Tag wurde ich mit dem japanischen Tempel fertig und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich war vom Endergebnis wirklich sehr begeistert und war froh, dass ich das komplett durchgezogen hatte. Natürlich war jetzt nur das Gebäude von außen fertig, den Innenraum wollte ich aber auch noch unbedingt beleben. So pflanzte ich ein wenig Bambus an, baute eine hängende Lampe in der Mitte des Tempels und beleuchtete den Raum etwas. Dann platzierte ich auf jeder Etage Rüstungsständer, wo ich auf die Idee kam, auf jeder Ebene eine andere Rüstung aufzustellen. Unten mit der schlechtesten angefangen und ganz oben Full Netherite Rüstungen. Ein paar startete ich aus und baute anschließend auf der ersten Etage ein wenig Dekoration. Die restlichen Etagen leuchtete ich noch ein wenig weiter aus und dann wollte ich mit den Rüstungen anfangen, und zwar direkt mit den Netherite Rüstungen, wovon ich aber bisher keine einzige auf Reserve hatte. Ein paar Netherite und Ancient Debris Stücke hatte ich schon, aber die reichten auch nur für 3 volle Rüstungen und ich brauchte ja ganze 8. Deshalb wollte ich als nächstes Netherite farmen gehen, diesmal aber ein wenig anders, nämlich wollte ich einen Autominer dafür bauen, wofür ich die Items direkt vorbereitete und gleich in den Nether ging. Dort baute ich die recht komplexe Konstruktion auf und war echt aufgeregt, ob das Ganze wirklich funktioniert, da es für mich auch das erste Mal war, dass ich so etwas gebaut hatte. Naja, am 731. Tag war es dann soweit und ich aktivierte ihn, was zum Glück einwandfrei funktionierte und was echt richtig Spaß machte. So farmte ich also ein wenig mit Hilfe der neuen Maschine, was eigentlich schon etwas Spaß machte, aber da des öfteren Lavaseen kamen, wurde das einfach ein wenig zu umständlich. Und die entweder immer zuzubauen oder die Maschine woanders aufzustellen, wäre einfach doch etwas zu ineffizient gewesen. Also baute ich die Konstruktion, mit der ich übrigens trotzdem 3 Ancient Debris farmen konnte, wieder ab und lootete das ganze Schwarzpulver bei der Creeper Farm. Dann ließ ich mir noch ein bisschen Sand farmen und craftete mir über 10 Stacks TNT, womit ich gleich wieder in den Nether ging und bis zum 739. Tag ordentlich Ancient Debris farmte. Insgesamt kamen dabei genau 99 Stück zusammen, was eigentlich meine Erwartungen komplett übertroffen hatte. Das Ganze packte ich dann in die Öfen und craftete anschließend daraus ganze 30 Stück Netherite, wovon ich jetzt insgesamt 40 Stück hatte, was unter anderem mehr als 4 Netherite Blöcke sind. Für die ganzen Rüstungen hatte ich aber bei weitem nicht genug Diamanten, also machte ich einen Ausflug ins End, wo ich End City für End City lootete und mir somit langsam aber sicher die Diamantrüstungsteile zusammensammelte. Außerdem bekam ich dadurch auch normale Diamanten, Schalker-Shells und sogar Elytras und Drachenköpfe.
Am 741. Tag machte ich mich wieder auf den Rückweg und sortierte dann zu Hause den Loot, wobei von den Werkzeugen und den Rüstungsteilen das alles bei rumkam. Die ganzen Dia-Rüstungsteile gradete ich alle auf Netherite auf und bestückte dann ganz oben bei meinem Tempel die Dia-Rüstungsständer damit, was jetzt echt richtig mächtig aussah. Ein paar Teile fehlten aber noch. Den Raum mit den Eisenrüstungen vervollständigte ich dann noch und die ganzen Dia-Tools hängte ich auf der ersten Etage auf, wo zwar auch noch ein paar fehlten, aber es schon cool aussah. Die ganze Eisenrüstung packte ich in die Fässer der Kerze und dann ging ich meine schon übertrieben kaputten Spitzhacken reparieren. Bei meiner Base wollte ich als nächstes die Plattform angehen, die ja erstens rund und zweitens aus Gras sein sollte. Deshalb fing ich an, die Erde, die unterm Tempel war, abzubauen, damit ich die da verwenden konnte, wo man sie auch sehen kann. Damit fertig, fing ich an, die Plattform der Insel mit dem eben gewonnenen Dirt zu erweitern, wo ihr seht, dass ich leider nicht genug hatte. Mehr Erde musste her, also craftete ich aus dem restlichen Coarse Dirt, machte es mit der Hoe zur normalen Erde und farmte mir so 10 Minuten lang ein bisschen mehr Erde zusammen. Damit konnte ich dann anfangen, die Insel etwas runder zu machen, wobei mir auch hier wieder die Erde ausging. Also hieß es für mich, für eine halbe Stunde wieder zu farmen, womit ich jetzt aber wirklich genug Dirt zusammen hatte. Jetzt konnte ich die Insel vom japanischen Tempel aber wirklich rund bauen, was schon um einiges besser aussah. Noch besser würde es aber aussehen, wenn es nicht nur eine Plattform wäre, sondern auch eine gescheite Insel, wie eben meine anderen kleinen. Also baute ich mal bis ganz nach unten und es war wirklich ganz unten, darunter konnte ich keine Blöcke mehr platzieren. Das Problem war jetzt aber, dass wenn ich die Insel in den gleichen Proportionen wie die anderen haben wollte, dass ich nochmal mindestens 30 Blöcke weiter nach unten bauen musste, was ja aber offensichtlich nicht ging. Naja, ich musste trotzdem probieren, das Beste daraus zu machen. So fing ich also an, Stein bei meinem Cobblestone Generator zu farmen und das 25 Minuten lang, bis meine Spitzhacken kurz vorm Aufgeben waren, ich also einen kleinen Abstecher zur Gold XP Farm machte, dann aber weitere 20 Minuten den restlichen Cobblestone und Cleanstone farmte. Dass ich auch genug Fackeln zum Ausleuchten haben würde, floh ich einen kurzen Sprung zur Wither Skeleton Farm, wo ich mit 3 Stacks Kohle farmte. Dann war ich aber ready und versuchte zuallererst einen halbwegs guten Verlauf von der Unterseite der Insel zu schaffen, was echt absolut nicht einfach war und ein paar Versuche dauerte. Letztendlich war diese Version die beste, die ich zustande bekam. Nicht perfekt, aber viel besser konnte ich es nicht machen. Naja, weiter ging es mit der zweiten Seite und anschließend mit dem ersten unteren Viertel der Insel, was echt unglaublich schwierig war und auch deshalb so viel Zeit in Anspruch nahm. Als ich damit fertig wurde, konnte ich es von außen mal betrachten, was lange nicht perfekt aussah, aber wie ich es finde, schon recht in Ordnung ging. Das war aber erst ein Viertel des ganzen Spaßes. Der Rest machte sich nicht von allein und so fing ich am 758. Tag an, die restliche Unterseite der bisher größten Insel meiner Welt zu bauen. Am 766. Tag wurde ich damit fertig und ja, es schaut etwas weird aus, aber ich finde es den Umständen entsprechend nicht allzu schlecht. Ein bisschen unnatürlich, aber was soll's. Jetzt wollte ich bei der Inneneinrichtung wieder weitermachen, und zwar wollte ich die Rüstungsständer der untersten Etage bestücken. Da war ja die schlechteste Rüstung geplant, nämlich Lederrüstung. Bei jedem Rüstungsständer hatte ich mir gedacht, eine andere gefärbte Lederrüstung aufzustellen, also klaubte ich zuerst jede einzelne Farbe zusammen und dann begann ich eine Rüstung nach der anderen zu färben. Und ach ja, ich bestückte die Rüstungen mit verzauberten Schuhen, warum weiß ich auch nicht so genau. Mit meinem derzeitigen Leder schaffte ich es aber gerade einmal 5,5 vollständige Rüstungen aufzustellen, wovon ich aber insgesamt 16 brauchte. Also breedete ich seit ewigem wieder einmal meine Kühe. Da ich jetzt aber noch ewig auf genug Leder warten hätte müssen, fing ich an, die neue riesige Insel etwas Terra zu formen, beziehungsweise eigentlich nur Flüsse und kleines Gewässer hier und da zu bauen. Das probierte ich auf die ganze Insel verteilt zu machen und währenddessen ging ich öfters zu den Kühen und breedete sie weiter. Dann ging es weiter mit den Bewässern, wo jetzt am Rand der Insel kleine Wasserfälle entstanden. Am 769. Tag wurde ich damit fertig und dann ging ich mal einen Großteil der Kühe schlachten, was mir nicht einmal Leder für 2 weitere Rüstungen gab. Wenn ich nur auf die Kühe gesetzt hätte, hätte das mit den Lederrüstungen so noch ewig gedauert, also gab es eine kleine Planänderung. Ich ging also in den Nether und farmte dort den ein oder anderen Hoglin, bis mir die Raketen ausgingen. Ich flog also kurz noch einmal heim, holte mir wieder genug Raketen und farmte dann für 20 Minuten nur Hoglins, wo es das ein oder andere Mal schon ordentlich knapp wurde und ich tatsächlich sogar einmal ein Totem verwenden musste. Mit 2,5 Stacks Leder flog ich wieder nach Hause, wo ich dann die Lederrüstungen in jeder einzelnen Farbe fertigstellte. Und ach ja, ich entfernte die Verzauberungen von den Schuhen wieder, weil das doch nicht so geil ausgesehen hatte. Das war dann das Endergebnis der ganzen verschiedenfarbigen Lederrüstungen, was finde ich schon ziemlich nice aussah.
Am 272. Tag wollte ich die Oberfläche der Insel ein wenig weiter verschönern und so dachte ich mir, dass ich ein paar Steine hier und da platzieren könnte. Als mir der erste fertige kleine Stein recht gefiel, entschied ich mich, die ganze Insel damit voll zu klatschen, was ich auch die nächsten 1,5 Tage machte. Jetzt sah die Insel schon wieder ein wenig besser aus als zuvor und da ich ja vorhin die Flüsse eingebaut hatte, kam hin und wieder ein wenig Wasser auch in den Innenraum der Insel rein, was natürlich viele Fackeln zerstörte. Das Resultat waren unglaublich viele Monster, die ich jetzt alle entsorgen und die Fackeln wieder aufstellen musste. Da mein Bogen aber schon kurz vorm Kaputtgehen war, verzauberte ich davor noch kurz ein paar Bögen, die ich dann anschließend im Amboss zusammenpackte und so wieder einen brutal guten Bogen hatte. Jetzt ging ich also in den Innenraum der Insel, wo ich eine ganze Viertelstunde Monster nach Monster erledigte und die Fackeln wieder aufstellte. Das war schon sehr nervig und hin und wieder sind einfach random irgendwo Creeper in die Luft gegangen, wo ich die Löcher zum Schluss alle wieder reparieren musste. Dann war ich aber endlich fertig damit und ich frage mich, was ich im Innenleben der Insel bauen sollte. Vielleicht habt ihr ja gute Ideen, was ich hier machen kann. Schreibt es bitte auf jeden Fall in die Kommentare. Am Abend des 774. Tages überlegte ich mir, wie ich die Wasserfälle etwas aufpeppen könnte. Ich kam zum Schluss, dass ich weitere kleine Inseln baue, die das Wasser auffangen. Also fing ich mal an, die erste Insel davon zu bauen, wo mir das Endergebnis wirklich gefallen hat. Und so entschied ich mich auch, das gleiche für die anderen Wasserfälle zu bauen. Ich finde, dass das richtig nice aussieht. Die letzte Insel habe ich aber extra noch freigelassen, um später mal ein kleines Haus oder irgendetwas anderes darauf zu bauen. Da ich die Insel in den 800 Tagen mehr oder weniger fertig bringen wollte, fehlte natürlich an der Oberfläche die ganze Deko noch. Dafür bereitete ich also zuerst mal die ganzen Items vor und baute dann einfach mal drauf los, ohne ein wirkliches Konzept oder einen Plan. Nach der Hälfte ging mir dann das Kies für Core Dirt aus, also machte ich einen kleinen Abstecher in den Nether, wo ich davon ein bisschen farmte. Dann konnte die restliche Oberfläche aber fertig gebaut werden. Das war dann das Endergebnis und ja, damit bin ich wirklich richtig, richtig zufrieden und ich finde, das schaut wirklich mega aus. Ich checkte dann seit langer Zeit wieder einmal mein Lager, was einfach mal komplett am Übergehen war. Leider musste ich also wieder einmal die Überreste allesamt einsortieren, was ich für die nächsten 20 Minuten machte und währenddessen eine Menge Schweinefleisch von meinem Supersmelter braten ließ. Damit fertig war das Überlager auch eigentlich schon am Übergehen und mich ärgerte es, dass ich das Kistenlager bis jetzt immer noch nicht vervollständigt habe. Also wollte ich das jetzt ändern, wofür ich zuerst gelbes Concrete Powder zu normalen Concrete machte und anschließend kurz schwarzes Concrete Powder farmen ließ, was ich dann beim Converter auch wieder zu normalen machte. Dann konnte ich das Kistenlager seit Ewigkeiten endlich fertig bauen. Jetzt finde ich es tatsächlich etwas schöner und ganz oben im Lager ist nun ein zweites Überlager, wo ich so Sachen wie Tränke oder Schallplatten lagern kann. Was mir erst jetzt auffiel, war, dass ich meine Schalkerbox mit den wichtigsten Items einfach nicht mehr im Inventar hatte. Da habe ich mir kurz Sorgen gemacht, aber als ich in den Aufnahmen nachsah, kam ich drauf, dass ich sie einfach in meiner Stadt stehen gelassen habe. Da war ich dann echt erleichtert, aber von nun an packte ich die wichtigen Sachen nicht mehr in eine Schalkerbox, sondern in die Ender Chest, damit ich sie nicht versehentlich verlieren kann. Das wäre nämlich echt sehr bitter. Ich ging dann die ganzen Farmerzeugnisse wieder einmal einsammeln, wobei ich diesmal das erste Mal auch die Mondblumen einsammelte, wovon ich einfach so viele hatte, dass ich die alle in einer weiteren Kerze unterbringen musste. Dann sammelte ich noch die Melonen, die Kürbisse und das Zuckerrohr ein und die ganzen Karotten brachte ich dann natürlich im Karottenlager unter, wovon ich auch schon unglaublich viele hatte. Zum Schluss waren noch die Eier dran, woraus ich dann auch wieder die ganzen Kürbiskuchen machte. In den nächsten 100 Tagen muss ich da echt wieder eine neue Kürbiskucheninsel bauen. Als nächstes leuchtete ich das Aquarium ein wenig mit Seelaternen aus, damit das ein bisschen heller und schöner ist. Dann baute ich noch die Eisenbahnstrecke zur Katzenfarm ab, damit die Welt auch wieder ein bisschen besser aussieht. Da ich ja dann nicht mehr allzu viel Zeit hatte, ging ich noch kurz als letztes kleines Projekt die Monsterköpfefarm an, wobei ich die ein wenig modifizierte und hoffentlich zum Funktionieren gebracht habe. Das werde ich aber erst beim nächsten Gewitter testen können. Am 799. Tag ging ich noch einmal kurz alle meine Sachen reparieren und stand noch bei der Wither-Skeletten-Farm, damit ich für die nächsten Projekte auch genug Kohle haben würde, wobei ich mit der ganzen Ausbeute nach Hause ging. Am 800. Tag flog ich nochmal zu meinem neuen Tempel, wo ich ihn noch auf jeder Seite beschriftete, damit man auch weiß, wem er gehört. Dann brach aber auch schon der Abend an, wo ich mir den Sonnenuntergang noch ansah.
Das war es. Ich habe 800 Tage in Minecraft Hardcore One Block ohne zu sterben überlebt.